ausgeliefert wurde dieses Auto ursprünglich einmal. Sie haben ein Faible für Uhren. Die Fahrer der Historic Rally 2011 starten punktgenau in Bad Mergentheim. 105 Teams nehmen teil. So viele wie seit 9 Jahren nicht mehr. Die Tour führt ins Tauber- und Jagstal. Weit weg vom Hype der Großstädte. Eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Der erste Halt findet an der Götzenburg in Jagsthausen statt. Zeit für Smalltalk und Tipps von den Mitstreitern. Toll, eine tolle Strecke, sehr schön. Nichts zu meckern. Der Veranstalter achtet sehr darauf, dass wir nicht so viel auf Hauptstraßen und wo viel Verkehr ist fahren, sondern wir fahren viel auf Feldwegen. Die Strecke ist toll, das Wetter ist klasse. Bisher kann man nur Positives sagen. Ja, so 2-3 Mal ein bisschen drübers Ziel rausgeschossen, aber wir haben den Weg wieder gefunden, hat gepasst. Und auch hier passt es. Zu dritt in einem Fiat 500, das ist Leidenschaft. Touristikfahrer und Gleichmäßigkeitsfahrer teilen sich die Route. Während die einen stets aufs Timing achten, lösen die anderen knifflige Aufgaben. So lernt man was über die Region. Die Fahrer legen am ersten Tag genau 251 Kilometer zurück. Und wer so einen Oldtimer fährt wie die beiden, wird ganz schön durchgerüttelt. Zwei Tage dauert die Rallye. Die Gleichmäßigkeitsprüfung verlangt einiges ab an Fahrstrategie und Konzentration. Jetzt kommen die Gleichmäßigkeitsfahrer ins Schwitzen. Vor allem, wenn das Fahrzeug streikt. Die gelben Engel helfen. Zum Glück lassen sich Oldtimer noch mit traditionellen Methoden reparieren. Auf dem letzten Abschnitt kommt es noch mal drauf an. Sind die Fahrer auch nicht zu schnell oder zu langsam? Die Prüfer rechnen genau. Zwei haben das Timing besonders gut drauf. Norbert Henglein und sein Beifahrer Matthias Pfister. Sie gewinnen den Pokal.